Jeder möchte gerne ein Wunder erleben. Stimmt's? Jeder möchte gerne ein Wunder erleben. Aber eigentlich, keiner möchte in eine Situation kommen, wo er wirklich eins braucht. Wann braucht man ein Wunder? Wenn man in einer ausweglosen Situation ist. Wenn man selber keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie die Sache zu steuern. Wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Wenn man nichts anderes mehr hat, als diesen übernatürlichen Ausweg, dieses Eingreifen Gottes. Ein Wunder eben. Ein Wunder des Herrn. Wenn wir uns die Bibel anschauen, sehen wir, dass die Situationen, in denen Wunder geschahen, immer und immer wieder von diesen ausweglosen, schwierigen, schmerzhaften Prozessen begleitet waren, die vorher abliefen, damit überhaupt das Wunder geschehen konnte. Beispielsweise Daniel, der in die Löwengrube geworfen ist. Er wurde verleumdet, er wurde angeklagt und er kam in diese Bedrängnis, bevor der Herr dieses Wunder tat und er letztlich dadurch erhoben worden ist. Ähnlich die Situation mit Schadrach, Meschach und Abednego. Das waren die drei Leute, die in diesen Feuerofen geworfen worden sind, weil sie zum Herrn gestanden haben. Der Herr hat ein gewaltiges Wunder getan und sie wurden erhoben. Aber erst einmal mussten sie da durch. Die Tochter des Jairus musste sterben, bevor der Herr kam und ein Wunder tat und sie wieder zum Leben kam. Oder Gideon. Gideon hatte sich versteckt, wie alle anderen um ihn herum, bevor der Herr kam und gesagt hat, ich mache dich zu einem mächtigen Helden. Ich werde durch dich wirken und Wunder tun. Ähnlich ist es mit Josef. Josef wurde verraten, verkauft, ins Gefängnis geworfen. Durch diesen schmerzhaften Prozess, wo wirklich ihn nur noch ein Wunder heraushelfen konnte. Und der Herr hat es getan. Und er wurde erhoben in eine gigantische Machtposition. Mose musste den Pharao erst konfrontieren, bevor die Wunder Gottes geschehen sind, die zum Auszug aus Ägypten geführt haben. Immer wieder lesen wir das. Lazarus ist gestorben. Maria und Martha mussten zusehen, wie ihr Bruder, ihr geliebter Bruder stirbt. Und als der Herr kam, gab es diesen gewaltigen Sieg, diese Erweckung aus den Toten, ein echtes Wunder, von dem wir heute noch reden. Gigantisch. Aber keiner von diesen Leuten hätte sich das so ausgesucht. Keiner hätte den Weg gewollt. Keiner hätte gesagt, ja, ich will da durch, damit ich ein Wunder erlebe. Nein, sie alle kamen in die Notsituation und es blieb ihnen kein anderer Ausweg mehr als das Wunder. Deshalb, wenn wir ein Wunder wollen, dann nicht wegen irgendwelchen spektakulären Dingen, die unseren Glauben so ein bisschen Kick geben. Nein, der Herr tut Wunder, wenn Menschen in Notsituationen sind, aus denen sie nichts mehr heraushilft. Wenn der Mensch so schlechte Diagnosen hat, dass er sagt, ich bin erledigt. Ich brauche ein Eingreifen Gottes, ich brauche ein Wunder heute. Morgen ist es zu spät. Ich brauche, dass der Herr etwas tut in meinem Leben. Dafür gibt es Wunder. Und ich sage dir eins, Wunder geschehen heute in Hülle und Fülle. Der Herr tut Wunder. Wir haben Wunder in unserem Leben erlebt. Vielleicht hast du auch schon Wunder in deinem Leben erlebt. Der Herr erhört Gebet. Der Herr greift ein. Aber er greift dann ein, wenn es wirklich ihm Ehre gibt und wenn es oft keinen anderen Ausweg mehr gibt. Deshalb, wenn du ein Wunder benötigst, weil du wirklich sagst, ich brauche es wirklich, dann schreib uns an, schick uns dein Gebetsanliegen, wir stehen gerne dafür ein, wir beten herzhaft dafür, ja? Weil wir wissen, der Herr tut Wunder, der Herr streckt seinen Arm aus, der Herr will sein Volk segnen, der Herr will nicht, dass wir unter dieser Bedrängnis, in diesem Elend, diesen Schmerzen, Krankheit, Armut und so weiter leiden, sondern er will, dass sein Volk siegreich vorangeht und sein Reich zu bauen. Wir sollen Leute sein, die das Reich Gottes vorantreiben. Wir sollen Leute sein, die für andere ein Segen sind. Wir sollen Leute sein, durch die der Herr Wunder tut. In dem Sinne, der Herr hat mehr für uns alle und für dich.